Dann haben wir heute mal Verteidigung gegen Bedrohung mit einer Waffe. Haben wir ja schon, Vorkenntnisse habt ihr jetzt schon, haben wir ja schon mal gemacht. Siebenmal. Gehen wir mal hier so zwischen. Ich glaube, dann sind wir am besten im Bild. Genau. Okay. Wir machen erst noch mal die, die wir damals schon geübt haben. Ja. Und zwar, wir sind erschrocken, weil auf einmal jemand mit einer Waffe vor uns steht. Die haben wir vorher natürlich nicht gesehen. Was der Mann erreichen will, ist meistens so, dass er uns beeindrucken will, damit es gar nicht zu einer Auseinandersetzung kommt. Ja, okay. Der steht jetzt vor uns, wir müssen natürlich blitzschnell reagieren. Wenn wir uns das nicht zutrauen, dann müssen wir irgendwie versuchen wegzukommen aus dieser Situation raus, weil in den meisten Fällen, wie gesagt, will er nicht schießen, will er nur uns beeindrucken. Ja? Okay, aber wie auch immer, um aus der Situation rauszukommen, so wie er die Hand gestreckt hat, blitzschnell die Angriffslinie so ein bisschen verlassen. Ja, wenn er jetzt noch schießen würde, wären wir schon aus dem Gröbsten raus. Die Kugel würde an uns vorbeigehen. Dann gleich hier diesen Handgelenkhebel, so dass wir hier mit dem Mittelfinger am Handgelenk bei dem Angreifer hängen bleiben, der Daumen auf dem Handrücken und somit strecken wir praktisch hier die Hand, sodass die Sehnen nicht mehr in der Lage sind, den Finger zu krümmen. Also die Sehnen werden gestreckt, ja, er kann jetzt also im Grunde nicht mehr abschließen. Wenn uns das eine Hand nicht zu viel Schwierigkeiten machen sollte, dann greift man gleich mit der anderen Hand nach. Ja? Und so könnten wir ihn jetzt hier auch zu Boden bringen, immer da, wo der Ellenbogen hinzeigt. Da geht auch der Mann hin. Ich demonstriere das mal kurz hier. Jetzt würde ich ihn zu Boden kriegen. Ja? Hier diesen Weg abdrücken. Wenn es jetzt noch klappen sollte, hat er selber ein Problem. Ja? Und wir können auch umfassen hier, dass wir den Mann in so einen Haltegriff nehmen. Ja? Die Waffe ist jetzt schon lange außer Betrieb. Da geht nichts mehr. Ja? Und so könnten wir ihn abführen. Ne? Okay, aber was wir eigentlich wollen, wir wollen den Mann entwaffnen. Ja? Und zwar diesen Weg, Distanz von unserem Gegner. Er ist immer noch gefährlich, solange er in Reichweite ist. Ja? Wenn es genauso ein Verrückter ist und hat mit nichts zu tun, dann könnte er jetzt noch versuchen, auf uns loszugehen. Und wir wollen ihn ja nicht erschießen. Aber dann müssen wir schießen. Ja? Und das ist dann eine Situation, die wir mit Unzufriedenheit beendet hätten. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur die Situation für uns entscheiden, ohne dass jemand verletzt wird. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja? Noch einmal, noch sehen wir die Waffe gar nicht, der Hund irgendwo von was weiß ich woher. Ja? Und wir reagieren dann blitzschnell hier raus. So, die Waffe zeigt schon in eine andere Richtung. Ja? Dann hier über unseren Unterarm zum Handgelenk rücken, greifen wir die Waffe, die liegt auch sofort richtig in der Hand, sodass wir sofort im Grunde sie auch benutzen können. Dann einen Schritt zurück, Distanz. Okay, Dankeschön. So, einmal Simon, mach das bitte auch hier so, dass das gut auf die Aufnahme kommt. Genau. Ja, sieht noch ein bisschen schwerfällig aus, ne? Du warst auch eben sehr weit weg, ja. Denn wenn man zu weit weg ist, dann noch Distanz auf ihn zu überbrücken, wenn er schon mit der Pistole da steht, das ist gefährlich. Ne? Aber wie gesagt, in meisten Fällen wird er nicht schießen. Das muss man als guter Kampfsportler, wenn man das lang genug macht und lang genug Erfahrung gesammelt hat, erkennt man das auch. Ja? Okay, und noch einmal. Ich habe gerade gesehen, du hast sehr weit oben gefasst. Ne? Dann ist es natürlich auch schwieriger, die Hand wirklich rumzukriegen. Ja. Ne? Da musst du auch aufpassen, aber gut, dafür üben wir es. Danke mal. Natürlich. Ja. Lass dir ruhig eben üben, was er noch. Lass dir ruhig Zeit, weil du machst so ein bisschen, sieht so tollpatschig aus so, ja. Lass dir Zeit und mach es ruhig hier, so wie es sein soll, hier rüber gleiten, ganz dicht über seine Hand drücken auch, ja. Nachdem du von deinem runterkommst, dann hast du die hier, guck mal, ich könnte sofort schießen. Ja. Okay. Nee. Ganz ruhig, ganz ruhig, alles in Ruhe und konzentriert. Vielleicht kommst du auch ein bisschen näher ran. Ja.
ein bisschen Sorgen macht, ist, dass du die Angriffslinie nicht schnell genug verlässt. Ja. Du stehst hier und der Arm ist schon unterwegs. Jetzt, da er merkt, weil er rechnet damit, dass du Angst kriegst, damit rechnet er. Er rechnet nicht damit, auch wenn er gar nicht schießen will, er rechnet nicht damit, dass du ihn plötzlich angreifst. Wenn er das registriert und es dauert zu lange, dann will er gar nicht schießen, aber er schießt trotzdem aus Angst. Ja. Ja, aus Angst, dass ihm dann was passiert. Ne? Und das halt, wenn man hier was falsch macht, dann bringt man einen Menschen dazu, einen Fehler zu machen, den er eigentlich gar nicht vorhatte zu machen. Und der uns das Leben kosten kann. Ne? Ja? Und deswegen ganz wichtig, das allererste, was passieren muss, außer Angriffslinie raus. Okay. Ja? Das ist das Wichtigste. Selbst wenn hier dann was schief geht, dann können wir immer noch auf eine andere Technik übergreifen oder so. Ne? Okay, noch einmal. Ja, du musst dir angewöhnen, hier zu gleiten. Ne? Du greifst so einfach von der Seite irgendwie und das, ja, das haut nicht hin. Im Grunde, wenn er alles richtig macht, die gleitet dir in der Hand, die Waffe. Okay. Ja, das fehlt immer noch. Du hast keinen Platz mehr, du bist zu weit weg. Ja. Und statt. Ich komme auch nicht, ich weiß nicht, richtig. Das da üben, da üben wir es ja. Immer wieder üben. Besser. Ja, klar. Okay, dann mach bitte mal, ja. Top. Jetzt erstmal mal Verbeugung. Disziplin, das Allerwichtigste. Was ein Kampfsport daraus macht. Okay, jetzt ihr beide. Genau. Gut, und ihr noch einmal wechseln, dass der Steven auch noch mal dran kommt. Genau. Ja, versuch mal das Biegen, das Handgelenk rumbiegen, also die Hand rumbiegen auch gleich, weil das machst du in zwei Stufen. Ja. Eins, zwei machst du. Ne? Das ist auch alles gleichzeitig. Alles in einem Ablauf, in einer Bewegung. Ne? Schon besser, ja. Super. Okay, klasse. Verbeugung, ja. Super.